Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Griff und da ist ein Vierkant drin. Und der soll da jetzt raus. Das heißt, er ist also eigentlich hier gestanzt und klemmt dadurch fest. Und ich denke mal, vielleicht hat er auch an der Seite noch so diese Dinger verkeilt. Auf alle Fälle muss dieser hier raus. Und das soll nachher so was Ähnliches werden wie dies hier. Denn da ist ein Kunde, der hat nicht so viel Geld und den habe ich jetzt aus meiner Schrottkiste geholt. Leicht verschrammt, aber dem reicht das. Also mache ich jetzt hier im Loch rein, ziehe das ganze Teil raus, dann kommt hier vorne noch ein Loch rein, damit ich das wieder festschrauben kann. Und den Vierkant hier, den schmeiße ich nicht weg, sondern den benutze ich wieder. Da mache ich jetzt keine Unterlegscheibe raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ah, die haben da so eine Kerbe reingemacht und dann wird das Material da reingedrückt. Okay, so, das haben wir jetzt. Jetzt machen wir das einfach so, dass wir das andersrum verbauen. Das heißt jetzt, dass ich das da einfach eben reinstecke. Jetzt schweiße ich da mal eben was ran, damit er hier nicht mehr durchrutscht. Und dann steckt er dementsprechend. Mal gucken, wie lang ist er denn überhaupt? Ja, ein bisschen länger. Dass er dann dementsprechend festsitzt. Aber dazu müssen wir erstmal eben hier eine Schweißnaht draufsetzen. Ich habe jetzt hier was draufgeschweißt und zusammengeschweißt eben halt. Dann ist es auch zu. Und jetzt kann man das praktisch hier durchstecken. Und durch die Schweißnaht, durch den Huckel geht das jetzt hier auch nicht mehr weiter. Mal gucken hier. Ja, der ist also komplett fest. Und Nachhaltigkeit. Jetzt steht da natürlich ein bisschen vor, aber das kann er ruhig, weil da habe ich ja Platz genug. Und jetzt muss ich nochmal eben hier mit der Klinke, muss ich das nochmal eben machen mit dem. Mit dem Loch, aber das geht ja ganz einfach. Da bohre ich einfach jetzt hier gleich ein Loch rein und dann kommt da dementsprechend die Mahnschraube rein und dann mache ich das. Und wenn das nahezu lang sein sollte, wird das hier einfach abgesägt. Ja, und so kann man sich mal eben ganz schnell so ein Vierkant machen. So was nennt sich denn Recycling, weil ich habe es nicht weggeschmissen, das auch nicht weggeschmissen. Das nutzen wir einfach noch, obwohl das gebraucht ist und eigentlich in Anführungszeichen aus der Schrottkiste kommt. Aber wie gesagt, derjenige hat nicht so viel Geld oder möchte nicht so viel ausgeben. Okay, jetzt hat er hier geschweißt. Und der ganze Aufwand, den du hier machst, den mache ich gerne. Den lasse ich mir auch nicht so bezahlen. In dem Sinne, das mache ich einfach nur, weil es mir Spaß macht. Also, einfach nur ist ein Gedanke. Wenn jemand was hat, der ist weg. Und er hat einen Vierkant, macht er das, macht er einfach eine Schweißnaht drauf. Theoretisch könnte das auch mit dem Hammer hier platt kloppen. Also auseinandertreiben. Und dann würde das auch gehen, dass das klemmt. Oder eine Schraube reinbohren, dann wäre der auch fest. Ja, das könnte ich auch nochmal gleich machen. Nur nochmal eben zum Zeigen. Ein kleines Loch durchbohren, Splint durch und dann würde der auch nicht durchrutschen. Aber ich habe es geschweißt. So, jetzt kommt der hier. Dann habe ich ein 5er Loch drin. Und ich zeige das jetzt nochmal eben so. Schneide ich dann nochmal eben schnell den Gewinde rein. Ja, das einmal, kann man sehen, weiß ich gar nicht, ob man sehen kann, aber egal, auf alle Fälle ist ein Gewinde dran. Schraube rein, ist eine Mahnschraube mit Spitze. Funktioniert auch. Und dann jetzt hier der Vierkant rein. Ah. Ein bisschen reinprügeln. So, die drehe ich nachher tiefer rein. Das ist jetzt noch erstmal so, damit das provisorisch fest ist.
damit ich das wieder einbauen kann. Ja, und so habe ich praktisch jetzt hier einen Vierkant, der eben halt fest ist. Und wieder raus. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ja, eine kleine. Ich muss sowas scannen, das finde ich immer lustig. Egal, ob ich da jetzt, ob ich mir den jetzt aus der Schublade nehme. Ich weiß gar nicht, was kosten die Dinger überhaupt. Dann kriegt man, glaube ich, nur kurze, ne? Weiß ich nicht. Wenn das 3 € sind, sind 3 € oder egal. Auf alle Fälle kann man das mal eben schnell so selber machen. Man kann das auch lösen. Einfach da ein Loch reinbohren. Das macht jetzt nichts, dass das Loch da drin ist. Und dann kommt hier ein Loch rein. 5 mm, 6 mm Gewinde, Madenschrauber rein, fertig, draufstecken und es funktioniert. Das ist alles nur mal eine Anregung, falls jemand irgendwas mal ganz schnell irgendwie reparieren möchte.